Neue Gegend, neues Abenteuer. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zwischendurch... Ach, ich bleibe einfach mal stehen. Ich guck mich mal um. Kann ich im Auto warten? Ja. Darfst du. Ich jetzt einfach mal so ein bisschen die Gegend erkunden will. Weißt du, so relaxen. Um mal wieder auf Sightseeing. Habe ich mir verdient nach der Action. War da nicht irgendein Unterstand gerade? So ein Jägerstand? Bin mal gespannt, ob die das geplant haben. Dass einer mal so aussteigt. Das sieht mir leider so aus, als wenn das so gemacht ist, dass man da nicht hochkommt, oder? Oh doch, doch, okay, nur ein bisschen kantig. Er kommt hier auch, ui! Ui! Leider habe ich sie schon. Aber so hätte ich mir das gewünscht, so normalerweise, dass man die dicke, fette Magnum findet. Wir holen einen Wolf. Kommen jetzt auch Tiere hier? Komm, warten wir mal. Da kommt nichts. Ich gehe komplett entgegengesetzt da, wo die Map mich hinhaben will. Ich habe da gerade Spaß. Aber dass das auch möglich ist, finde ich cool. Aber Alex hat gesagt, nee. Da darfst du alleine hingehen, das will ich nicht. Aber das sieht mir hier wiederum so aus, als wenn das Ziel wäre. Meint ihr, wir kommen dahin? Wir werden dann gleich irgendwie hingeführt. Die Straße da vorne hin wird, ne? Ey, jetzt bin ich ja doch ein kleines bisschen neugierig, obwohl da ist, ja gut. Ja, ich muss hier rüber. Och Mann, ich hab gedacht, ich hab was Geheimes gefunden, aber guck mal. Ich das richtig vermute. Warte mal. Erstmal muss ich hier versuchen. Ja. Da ist zu. Hier biegen wir ab, fahren wieder ein Stück zurück und dann fahren wir da oben rum. Och Mann. Jetzt bin ich minimal enttäuscht. Ich hab gedacht, da gäbe etwas anderes zu entdecken, wenn ich da weitergehen will. Jo. Vor allen Dingen, ich hatte schon so ein kleines bisschen Hoffnung, auch weil Alex auch gesagt hat, sie bleibt da sitzen. Hätte ich mir denken können, dass das hier keine entspannte Sonntagsfahrt wird. Wir müssen wohl einen kleinen Umweg machen. Guck nicht so, Alex. Aber die guckt immer zu mir rüber. Guck nicht so Strafenmädel. Ein Funkturm. Wenn er funktioniert, müssen wir eine Nachricht an White Forest senden. Wir müssen sie warnen, dass die Combine kommen. Ich fühle mich leicht beobachtet von ihr. Ja. Keiner da. Frag mich, wie lange das schon leer steht. In einem dieser Gebäude muss es ein Sendegerät geben. Hier gibt es bestimmt Sandlöwen. Nee, wir essen die Ameisen.
Ameisenlöwen? Ich glaube, Ameisenlöwen hießen die Sandlöwen, ne? Oder Ameisensandlöwen? Hier muss ich wieder was reparieren, dass ich hier auf jeden Fall durchkomme nachher. Oder kann ich hier schon was kaputt machen? Okay. Aber Alex ist mit ausgestiegen. Also hier ist richtig, dass wir hier zu Fuß rumlatschen. Gut. Alex, dann schauen wir uns mal um. Ist die Herren- und Damentoilette? Okay, da Alex komplett unbekümmert hier rumläuft, keine Waffe, kein Nix. Gehe ich mal davon aus, das war hier ganz easy. Gut. Hast das gut gemacht? Hast das gut gemacht? Mich so ein bisschen in Sicherheit gewiegt. Damit das nicht so offensichtlich ist, ne? Gerade gedacht, ich höre sowas, waren dann doch nur die Schritte von. Ja, ich suche es doch. Ist das hier ein Sendegerät? Hier ist das Sendegerät. Danke. Aber kein Saft drauf. Okay. Mal sehen, ob wir den Strom wieder hochfahren können. Sollen wir nicht Found suchen? Vielleicht kommt der. Ich habe irgendwas im Hals gerade. Ein bisschen mich räuspern, glaube ich, ab und an. Wenn ich dran denke, wird es immer einen kurzen Augenblick geben, wo ich mich mute. Dann werde ich mal einen Augenblick einfach nur stehen bleiben, damit ich mich räuspern kann, ohne dass irgendwas im Spiel passiert. Aber ich versuch's halt gering zu halten. Oh nein, das Portal wird immer größer. Hoffentlich schaffen wir es noch, es zu schließen. Ja, wäre cool. Also ich würde mal hier den Kabeln nachgehen. Aha. Also erstmal hier in das. Erstmal hier in das Gebäude und dann da hoch. Weil ich glaube, auch da oben müssten wir hin. Okay, hier gab es eine Berglawine. Zumindest in das Gebäude reingerutscht. Komme ich nicht rein? Wo komme ich denn hier nicht rein? Das ist doch viel. Mach auf. Muss ich hier dreimal rumrennen, glaube ich. Beim ersten Mal habe ich nämlich nicht drauf geachtet, ob ich irgendwas finde, wo ich drüber springen kann. Ach doch, oh, ja. Dafür ist das Gebäude hier. Mann! Das war mir zu offensichtlich. Das war mir ein bisschen zu offensichtlich. Mann! Da ärgere ich mich. Wir müssten eigentlich so ein paar Gehirnkram noch im Boden rumlaufen. Also würde ich jetzt zumindest hier in dieser Gegend erwarten, weil ich auch so ein paar von diesen abgestürzten Strom für das Sendegerät Boden. So ein bisschen diese abgestürzten Dinger da gesehen habe. Also diese Bomben. Und ich meine, in diesen Bomben wäre da sowas drin gewesen. Irgendwas, was ich machen kann.
sind auf jeden Fall jede Menge Klamotten. Oh. Hier habe ich nicht gesehen. Sieh dich mal drinnen um. Ich passe hier so lange auf. Okay, ein Kellerabteil gibt es auch. Aber hier haben wir jetzt so eine schöne Passage, wo ich mich ausruhen kann. Ein bisschen was entdecken kann. Nachher, wenn ich hier unten den Strom eingeschaltet habe, auch wieder rauskommen. Okay, hier haben wir ein Kabel. Das heißt, muss ich da schon mal anschließen. Ach, ist das wieder so ein kleines Rätselspiel. Welches Kabel müssen wir mit wem verbinden, ne? Zweiten automatisch angeschlossen. Nehme ich den. Okay, okay. Ich habe wieder Strom. Oh Gott, oh Gott. Oh. Versteck dich. Mach ich. Jäger. Sie sind da draußen. Los geht's! Diesmal werden sie mich nicht überraschen. Nur weil du einen Angriff hörst. Diesmal nicht. Jetzt! Na, wenn ich das mit den Dingern mache. Warte mal, draußen. Draußen. Da. Es hier. Nein, die Branddinger. Ja? Oh, da ist jemand. Okay. Jetzt brauche ich nur noch mal so ein paar Brandfässchen. Was sonst noch welche? Nicht gut aus und keine mehr. Habe ich alle weggeschossen, alle verarbeitet schon? Aber schlecht gezielt. Okay. Dann hatte der aber nur noch ein paar Leben. Alex, hab ihn. Alles gut? Okay. Dann gehe ich mal innen drin, will wieder mein Leben holen, weil da war ja noch ein bisschen was. Also irgendwo war doch hier noch was. Warte mal. Ah. Aber das war nur Leben, keine Energie.
Ja gut, dann muss ich ohne Energie halt durch. Auch das. Auch das geht. Oh Mist, noch mehr? Was? Okay, also die Sprengdinger brauche ich nicht unbedingt, die helfen aber. Wow. Wir sollten unsere Warnung senden und dann weiterfahren. Das waren wahrscheinlich nur Aufklärer. Ja, hoffentlich haben die auch nichts gemeldet und nur aufgeklärt. Aber ich muss sagen, ich fühle mich jetzt aufgeklärt, also. Guten Job haben sie gemacht. Gut, meine Liebe. Dann Funkanlage. Wenn jetzt keine weiteren kommen. War doch hier, ne? Ja. Und dann geht's los. Stopp. Funken hast du? Okay. Das Signal ist echt schwach. Na, probieren wir es. White Forest, bitte kommen! White Forest, bitte melden! White Forest, bitte melden! Dies ist White Forest. Identifizieren Sie sich. Alex? Alex Vance? Wo sind Sie? Ich habe Sie vor Stunden erwartet. Es gab hier ein paar Probleme. Erkennen Sie nicht den Ernst der Lage? Ja. Die Existenz der Erde hängt von Ihrem Dach ab. Ja, ich weiß. Aber die Combine, sie kommen zu was, euch. Was? Was? Sie kommen zu uns? Lass mich schwer offen. Nein, nicht was? Wir. Die Combine. Die Leitung bricht ab, Alex. Was? Was? Mist. Wer weiß, ob er das begriffen hat? Nee. Wir sollten weiterfahren. Warte, ich öffne das Tor. Das hat er auf gar keinen Fall begriffen. Denn er hat ja noch nicht mal begriffen, warum wir ein bisschen länger brauchen, um hier hinzukommen. Zu ihm zu kommen. Lass Alex jetzt hier stehen, komm. Nein, 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 nein. Natürlich. Aufs Rein. Los, vielleicht kommen wir weiter vorn wieder auf die Straße. Lass mal gucken, hier lang. Da hat man so ein schickes Fahrzeug und so einen schmalen Weg nur, den man fahren darf. Sound gefällt mir. Sound ist schön von dem Fahrzeug.